Ja, herzlich willkommen zu Stadtpalais Digital, die zweite. Wir haben eine Reihe, da geht es um Schmetterlingseffekte, um so ein bisschen andere Perspektiven auf Geschichte, ein bisschen andere Geschichten und immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, ja, die kleinen Dinge können auch den großen Gang der Welt verändern. Und uns interessieren natürlich nur, in Anführungsstrichen, die Stuttgarter Schmetterlingseffekte. Und wir haben heute einen ganz großartigen Gast, nämlich einen Kollegen aus dem Nachbarhaus, aus dem Landesmuseum Württemberg, den Dr. Matthias Ohm, den Leiter der Kunst- und Kulturgeschichtlichen Abteilung dort im Haus. Und Sie sind ja heute da, weil auch, es gab auch mal einen Schmetterlingseffekt mit ganz schrecklichen Auswirkungen im Alten Schloss. Dazu müssen wir bis ins Jahr 1931 zurückreisen. Ja, 1931 ist der König schon weg. Ja, was ist denn da überhaupt im Alten Schloss? Das sind Büros, da ist die Polizei und es gibt Ausstellungen. Also im Hauptbau in der Dürnitz gibt es Ausstellungen und in den Flügelbauten, also zur Plany, zum Schillerplatz und zur Dorotheenstraße hin, sind Ausstellungen. Die Objekte aus meiner Abteilung sind zu der Zeit im Neuen Schloss. Also die Kunst- und Kulturgeschichtliche Sammlung zieht dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ins Alte Schloss zurück. Kann man das also so sagen, dass nachdem der König nicht mehr da ist, 1918 mit der Republik, so dann so langsam anfängt, dass diese Gebäude öffentlich und dann auch museal genutzt werden? Es gab während des Kaiserreichs schon das Württembergische Armeemuseum, das um 1900 im Alten Schloss eingeweiht wird. Insofern war das Schloss schon in der Monarchie offen für die Bevölkerung. So, jetzt haben wir den Schicksalstag. Also, oder na, man kann sich vorstellen, wir haben das Jahr 1931. Dezember, es ist sehr, sehr kalt. Ja, wir haben auch letztes Jahr herausgefunden, dass das der Top 10 in den kältesten Wintern Top 3 ist, ja. Der 1931-32er Winter. Also es ist richtig kalt und jetzt ganz kurz vor Weihnachten, ich glaube 18. Dezember, merkt man was am Alten Schloss, nämlich das Schlimmste, was passieren kann. Genau, es brennt. Und Sie haben gesagt, Schmetterling, kleine Ursache, große Wirkung. Und hier haben wir kleines Feuer am Anfang und dann zerstörerische Wirkung, weil das Feuer unterschätzt wird. Wahrscheinlich ist der Brand entstanden in einem Heizofen und man hat das Rauchen, die Verpuffung erst nicht ernst genommen, hat das für einen Fehler gehalten. Aber dieses kleine Feuer hat sich verbreitet, hat die Zwischenböden in Brand gesetzt und da hat man das Feuer viel zu spät entdeckt. Und als die Feuerwehr da war, diese Zwischenböden geöffnet hat, war schon alles zu spät. Und das Schloss brennt nieder, also vor allem der Hauptbau, die Dürnitz, die Flügel können zum Glück gerettet werden, aber der Hauptbau brennt völlig nieder. Das heißt, wir haben auf der einen Seite große Hitze durch das Feuer und dann gleichzeitig diese ganz große Kälte. Und es gibt dann die perverse Situation, dass das Löschwasser gefriert. Und das sind ästhetisch, also sehr großartige Bilder in dieser brutalen Zerstörung. Also das sind wirklich beeindruckende Bilder, die einen wirklich packen. Man kann auch sagen, ich meine, das alte Schloss damals wurde zur absoluten Attraktion. Zehntausende von Besuchern sind da hingepilgert, um sich das anzuschauen. Aber natürlich war es eigentlich ein Desaster. Weil nicht nur, dass ja der Brand weiter immer vor sich hin loderte, weil er schwer zu löschen war, weil das Wasser gefror. Es gab ja damit auch unglaubliche Gewichtsmassen im Schloss, weil das Wasser gefror und nicht abfloss. Genau, also das kommt auch dazu, dass die Bausubstanz nicht nur durch den Brand, sondern durch das Wasser und dann durch das Wasser, das zu Eis wird, noch weiter beschädigt wird. Und das Schloss wird dann wieder aufgebaut unter Paul Schmidhenner. 13 Jahre lang und als es dann fast wieder fertig wird, wird es dann gleich nochmal zerstört im Zweiten Weltkrieg 1944 und dann gibt es noch eine Zerstörung 1945. Also zwei Zerstörungen innerhalb von nicht mal 15 Jahren. Wenn wir jetzt also diesen Schmetterlingseffekt dann so im Jahr 1931 so ein bisschen, jetzt haben wir jetzt zwei, einmal den Funke, der durch Zufall eben was zum Brennen bringt. Bisschen das Missverständnis, dass man ja auch, man muss ja erstmal drauf kommen, ich habe mich das auch gefragt, ja, was ist denn eigentlich brennbar an so einem Schloss? Ja, es sind die Böden, es sind die Holzböden, die dann brennen. Und das Dritte ist aber noch das Wetter. Und dann könnten wir fragen, ja, was weiß man denn, was ist denn, ist die Sammlung mit gutem Auge davongekommen? Sind Teile verbrannt? Wie schlimm war denn eigentlich das Ausmaßverlust an Kulturgut? Also es war relativ wenig, weil die meisten Ausstellungen eben in den Flügelbauten waren. In der Dürnitz waren Kutschen und Waffen gelagert, die beschädigt wurden. Und die herzoglichen Appartements, also Decken, Wandgemälde, Stuck,
wurden zerstört. Hat man davon jetzt, wenn Sie Ihre Abteilung, gibt es davon dann wenigstens Fotografien, Bilder oder ist das wirklich dann für immer so richtig verloren? Es gibt einzelne Fotografien, aber es gibt keine so komplette Dokumentation, wie wir das heute mit einer Ausstellung machen würden. Also da ist schon viel verloren gegangen, was wir nicht wieder rekonstruieren können. Wir haben eine ganze Reihe von Fotos, die dann vom Brand gemacht wurden, aber was im Gebäude war, können wir nicht hundertprozentig rekonstruieren, leider nicht. Jetzt können wir ja noch gern auf den aktuellen Stand des Hauses. Und Sie bauen ja auch gerade um. Was machen Sie genau und was macht man heute im Museum, um sowas halt auch einfach zu verhindern? Genau, wir sind ja seit 15 Jahren dabei, das Haus komplett umzubauen. Angefangen mit der großen Ausstellungsfläche im dritten Obergeschoss, dann die beiden Schausammlungen, die wir eingerichtet haben. Und jetzt ist die Halle im Erdgeschoss in der Dönitz dran. Und wir machen Prävention auf mehreren Ebenen. Das geht mal los mit den Materialien, dass wir eben schwer entflammbare, nicht brennbare Materialien für die Vitrinen, für die Einbauten verwenden. Wir haben Brandschutztüren, um einzelne Bereiche abzuschließen im Fall des bösen Falles. Und wir sind in ganz engem Austausch mit der Feuerwehr, die uns beraten hat und die auch über detaillierte Pläne verfügt, dass, wenn es zum Brandfall kommt, die genau wissen, wann und wie sie wohin kommen können. Also auf verschiedenen Ebenen die Prävention, aber wir müssen leider sagen, für ein Museum war und ist das Feuer die größte Bedrohung. Da müssen wir so realistisch sein, hundertprozentigen Schutz gibt es auch da nicht. Aber ich denke, durch die Materialien, durch das Organisatorische, was wir betreiben, können wir das Risiko minimieren. Auf null können wir es leider nicht bringen. Hey, wir haben oft den Fall, denke ich, auch wenn uns sozusagen nicht Museologen, nicht Museumsfachleute fragen, sagen, ja, wir haben keine Sprengklaranlage. Und dann sagt jeder, ja, warum nicht? Und sagen, ja, weil wir ja schützenswerte Objekte haben, die wir nicht unter Wasser setzen dürfen und können, sonst wird sie uns niemand leihen. Und das ist eine Falle, in der wir, wenn man so will, bei aller Prävention genauso noch stecken wie vor 100 Jahren, wie vor 200 Jahren. Und wir müssen alles dafür tun, dass es möglichst nicht brennt, dass der Schmetterlingseffekt bei uns eben nicht zuschlagen. Genau, dass wir den kleinen Funken erkennen und nicht zum großen Feuer werden lassen. Vielen Dank, Herr Ohm. Es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Jede Woche gibt es einen Schmetterlingseffekt. Jede Woche gehen wir in die Reise hier in die Stuttgarter Geschichte und entdecken mehr von diesen Schmetterlingseffekten. Und ja, vielleicht ist es auch manchmal der Schmetterlingseffekt, der die Geschichte und unsere Stuttgarter Stadtgeschichte so interessant und lesenswert und beachtenswert macht. Vielen Dank.